Hallo Lieben, willkommen zu einem neuen DM-Haul jetzt für den November. Ich habe wieder einige schöne Sachen angesammelt bei mir und die wollte ich heute mit euch teilen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Erstmal Thema Hautpflege. Ich habe jetzt bei mir wieder einiges schön aufgebraucht und es ist fertig und jetzt bin ich in so einer Umbruchstimmung, wieder neue Produkte, neue Marken zu testen und so weiter. Und einmal von Balea, das Niacinamid Serum ist ja auch sehr, sehr beliebt. Hat halt auch einen hohen, guten Anteil an Niacinamid drin für so eine günstige Brand, für so ein günstiges Produkt. Und Niacinamid hat mir jetzt wieder komplett in meiner Routine gefehlt, möchte ich aber nicht darauf verzichten. Das ist halt etwas, was das Hautbild glatter macht. Ja, das ist sehr allgemein gesprochen, also es ist so ein bisschen Anti-Aging. Es ist aber auch, wenn man, wie ich, das ist mein Problem, ein bisschen vergrößerte Poren eher hat. Ich werde auch zu einigem dann berichten, wenn ich es getestet habe. Aber dazu kann ich euch schon mal was sagen, denn das habe ich schon mal angefangen. Auch von Balea, das Micellenreinigungswasser-Kaktusfeige. Ich habe nämlich immer, also ich nehme immer entweder eine Abschminkbutter oder halt so ein Micellenwasser. Und dann nehme ich immer das von Garnier, dieses mit diesem rosa Deckel. Das ist, glaube ich, eh das beliebteste, ja, ne? Ich wollte jetzt aber mal gucken, wie ist es vom Preisunterschied her? Kann man sich auch einfach das von Balea lieber holen? Ja, und da das extra für Mischhaut und sensible Haut ist, habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Also es ist so, ich finde schon das von Garnier ein bisschen besser, aber es ist halt minimal. Es ist jetzt wirklich die Frage. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, das ist schlecht. Wenn ihr euch halt ein bisschen ein paar Cent sparen möchtet, dann könnt ihr auch auf jeden Fall das von Balea nehmen. Man merkt es vor allem dann beim Härtefall Mascara, also bei der ist es dann schon nochmal ein bisschen schmieriger. Ich merke, dass ich da mehr Reste davon habe. Dann habe ich mir mitgenommen die Tagescreme von Asam Beauty. Ich habe euch ja die Beauty, die Make-up-Produkte, hatte ich euch schon gezeigt, getestet mit euch, schon favorisiert. Aber was ich halt noch nicht ausprobiert habe, ist die Hautpflege. Hatte mir nämlich eine Followerin empfohlen unter einem der letzten Videos. Und zwar die Aqua Intense Supreme Hyaluron Cream. Es gibt im DM nicht so krass viel, natürlich wie im Shop von Asam Beauty. Hyaluron auch wieder ein mega Wirkstoff. Und wie gesagt, die ist halt sehr, sehr, sehr beliebt. Daher bin ich gespannt und kann euch dann auch gerne berichten. Ich habe aber so einiges von Asam, was ich noch so jetzt neu testen will und dann eine Review geben will. Dann fliege ich mal kurz zu Home und Haushalt, weil ich mich so gefreut habe, dass es das jetzt auch im DM gibt. Und zwar, ich kriege ganz oft auf Instagram tatsächlich die Frage, welches vegane Waschmittel, welche veganen Haushaltsmittel empfiehlst du denn? Weil, was viele nicht wissen vielleicht auch, gerade was Waschmittel und sowas angeht, ist oft nicht vegan. Und teilweise, was ist drin? Tierische Schlachtabfälle. Also, ich glaube, wenn man das einmal weiß, hat man da keinen Bock mehr drauf. Ich sage immer, das Beste Nummer 1 ist einfach Everdrop. Und ich wünschte, ihr könntet es gerade riechen. Wenn ihr es im DM entdeckt, schnuppert mal dran. Es gibt einmal den Color, also das Color-Waschmittel. Und dann gibt es einmal den Universal-Vollwaschmittel. Habe ich mir jetzt nachgekauft. Ja, also abgesehen davon, dass die einfach so geil riechen wie kein anderes Waschmittel. Und ich habe schon einige wirklich ausprobiert. Ihr wisst, ich wasche viel Wäsche. Klar, es muss sauber machen. Das ist ja, ne, natürlich basic. Und was mir halt auch noch wichtig ist, dass die Kleidung nicht drunter leidet. Also, dass ich immer Waschmittel verwende, wo ich das Gefühl habe, es hilft mir, meine Kleidung gut zu erhalten, damit ich da auch noch länger was davon habe. Wahrscheinlich kennt ihr Everdrop auch schon, oder? Also, es ist eine nachhaltige Brand. Und ich benutze auch schon, also in der Vergangenheit, die Putzmittel und so weiter. Also, die haben wirklich sehr, sehr gut funktionierende Produkte. Sachen auch so schön sind. Ja, da bin ich denen so dankbar dafür, weil, sind wir mal ehrlich, die Haushaltsartikel sind meistens einfach nett schön. Da kommt es dann in diese schöne Metalldose. Und ich mache das dann immer mit diesem Hölzlöffel. Die gibt es aber wiederum nicht im DM, die gibt es nur im Shop. Also generell im Shop habt ihr halt viel mehr Auswahl. Da gibt es dann auch das für feine Wäsche. Dann gibt es auch das, was parfümfrei ist, das für sensible Haut. Das habe ich zum Beispiel verwendet, als Dani noch ein Baby war. Benutzt die Sachen jetzt schon seit 2 Jahren, also die Waschmittel zumindest. Was ihr euch auch noch im Shop anschauen könnt, wenn ihr stöbern wollt, ist der Fleckenentferner zum Beispiel. Ist auch sehr geliebt und benutzt von mir, habe ich auch schon ewig. Ist so, so sparsam einfach. Den gebe ich einfach zur Wäsche dazu. Das ist ja in Pulverform. Wenn ich so eine Wäsche habe, die halt fleckig ist im Gesamt. Und es gibt auch so ein Abo-Refill-System. Also ihr müsst kein Abo abschließen, aber es gibt es halt, damit ihr nicht ohne Waschmittel dasteht und damit ihr halt nochmal spart. Plus, es gibt jetzt im November solche Clean Weeks, also statt Black Weeks, die Clean Weeks. Und da gibt es nochmal Rabatte. Und da habe ich jetzt nochmal einen Code bekommen, da kriegt ihr 25% ab einem Bestellwert von 49 Euro und drunter kriegt ihr auch trotzdem nochmal 10%. Ist ein bisschen höherpreisig, ja, deswegen erstens Code nutzen, plus ich fand die eh schon immer extrem ergiebig. Also ich bin ewig damit hingekommen. Was ich jetzt gesehen habe, ist, dass sie das nochmal überarbeitet haben und sagen, es ist noch ergiebiger denn je. Sind im Bild, oh, ich lasse die gerade stehen, weil das so
geil riecht. Wundert euch übrigens nicht über mein Oberteil. Heute ist Halloween, also wenn ihr dieses Video seht, nicht mehr. Deswegen, ne, habe ich mich so ein bisschen edgy angepasst. Wir machen weiter. Ich glaube, ich bleibe gerade bei... Nee, ich mache Haare. So. Ich habe da nämlich einiges. Haare. Erstmal eine Bürste, eine neue, die ist so süß. Ich weiß nicht, ob es eine Limited ist, ne? Deswegen, dass ihr Bescheid wisst, nicht zu lange warten. Aber ich fand dieses Design so hübsch. Das ist jetzt so eine kleinere. Und es ist so Tangle Teaser inspired. Ist von Evelyn, aber. Und ich war gespannt, weil ich habe nie diese Tangle Teaser Dupes aus der Drogerie mal verwendet. Und ich kann sagen, es ist wirklich gut. Auch wieder wie vorhin, ist der Tangle Teaser ein bisschen besser? Ja, schon. Man merkt schon ein bisschen Unterschied, aber definitiv kann man sich die holen. Also das ist... Könnt ihr mal so ein bisschen meinen Zupfer kämmen. Seit ich die Strähnen habe, die man jetzt gar nicht mehr fast sieht hier, weil ich nochmal drüber getönt habe, sind meine Haare knotiger nämlich. Die sind nicht trockener, die sind nicht splissiger, die haben das echt gut vertragen, aber sie sind so verknotet, wenn ich aus der Dusche komme. Und deswegen dachte ich, kann ich jede Unterstützung gebrauchen. Und diese kleine, leichte, süße Bürste ist doch vielleicht ganz nice für die Handtasche oder für Reisen. Ich habe ja letztens im Favoritvideo schon gesagt, Haaraccessoires, Haarklammern hat sich DM voll gemacht. Deswegen kann man auch definitiv mitnehmen. Und da bin ich ein bisschen eskaliert, weil ich wieder auch da so eine Ebbe hatte. Wieder viel kaputt gegangen, verloren und so weiter. Auf jeden Fall Haargummis, basic, einfach gute schwarze Haargummis, die halten. Da gibt es einen Unterschied, da gibt es diese glatteren. Die finde ich nicht so gut, nur so als Tipp. Und da sind die, die haben nochmal so eine leichte Struktur. Es ist nicht mal deswegen, aber die gehen mir weniger kaputt als diese ganz glatten DM. Nur so ein Tipp am Rande. Dann die hier, die erstmal so klein sind. Wenn ihr die einmal benutzt, leiern die eigentlich aus, also die werden schon einiges größer. Dann bleiben die aber so und sind mega. Das sind die einzigen, die meine Haare so richtig gut halten. Wenn ich Sport mache, dann mache ich mir einen Dutt. Eine meiner geliebten Haarklammern, ich finde sie nicht mehr. Ich habe meinen kleinen Verdacht. Der findet die immer auch ganz faszinierend. Die hier, einfach so ein mattes Braun ohne Metall. Und für dieses vorne nur so ein bisschen die Haare wegstecken, das mache ich ultra gerne. Vor allem so im Alltag. Wenn ich meine Haare eigentlich noch offen tragen will, weil sie noch schön sind, aber einfach diese Haare aus dem Gesicht gehen müssen. Und deswegen auch nochmal die in dieser schönen Optik, finde ich wahnsinnig süß und schön. Dann auch mega, das muss jetzt auch neu sein bei DM, hier die. Diese typischen Kylie Jenner Gedächtnisklammer-Dinger, die man eigentlich so in Rosa immer hatte und jetzt in so einem ja, Bernstein- und Perlending, was mich aber ohne Ende aufregt, ist, dass sie zweimal das haben und dann nur einmal das. Ich war kurz davor, deswegen zwei Packungen zu holen, damit es eine gerade Zahl ist und ich zwei auch von diesem schönen Braun habe. Aber da dachte ich mir, nee, aber wahrscheinlich knicke ich doch noch eine. Scrunchies fand ich auch schön herbstlich. Wollte ich jetzt deswegen auch mitnehmen, auch in so einem weichen Stoff. So ein bisschen kleiner, einmal in beige und einmal in so einem Leo-Muster. Und dann, okay, jetzt wird es nur noch ein bisschen random, aber so ist ja manchmal im DM, ne? Links und rechts sieht man was. Und zwar geht bei mir auch ganz oft mit ein Raumduft. Die hier sind, glaube ich, auch, ne, die haben auf jeden Fall so eine richtig schöne Flasche jetzt. Also das ist auch mal ein bisschen besser als diese Basics, die es normalerweise da im DM gibt. Wisst ihr, wie das riecht? Das riecht wie diese klassischen, richtig guten Männerparfüms. Diese frischen, dieses Aqua-Zeugs da und so. Oh, nice. Stelle ich nachher gleich auf. Und dann ein bisschen verpackungsopfermäßig habe ich mir diese Donter den Zahncreme geholt, weil die einfach so hübsch ist. Aber ich fand, es klang auch interessant. Rose und Minze. Ne? Also bei Rosen bin ich eher am Start. Und bei diesen Reisekleinen Sachen nochmal jetzt für die Handtasche. Klar, draußen ist es jetzt auch kälter. Mehr denn je brauche ich eine Handcreme. Und das ist jetzt eine von Alverde, die Intensiv-Handcreme mit Bio-Granatapfel und Bio-Karité-Butter. Unterwegs, dass ich mir auch nochmal die Hände creme, weil ich hasse dieses Gefühl dann. Ah, ich habe noch was zu essen. Ich dachte noch, irgendwas war. Ich dachte noch, zeige ich es jetzt schon wieder. Aber ich habe es halt gekauft und es ist ein Haul. Ganz kurz wieder dieser Riegel, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich will, dass den jeder kennenlernt. Einfach dieser vegane Proteinriegel schmeckt. Wie, ich weiß nicht, wie der Himmel persönlich hat den gemacht, ja. Und eigentlich sind ja Proteinriegel meistens so ein bisschen mal und so mehlig und so, ne. Und das schmeckt wie, ich weiß nicht, ich würde behaupten, besser als ein Snickers, wenn ich mich daran erinnere, wie ein Snickers schmeckt. Aber das ist richtig lecker. Und dann habe ich mich dran getraut, bin ich auch schon oft drum schwänzelt. Hat denn schon mal einer von euch probiert? Olli war so voll, boah, nee, der ist bestimmt nicht gut. Ich dachte, YOLO, habe ich gedacht. Ich muss mal ausprobieren. Weil wenn er gut ist, ist es halt ein veganer Protein-Cookie. Also Kekse essen, aber in zuckerarm auch. Achso, übrigens, ja, der hat halt super wenig Zucker, ne? Das ist ja das, weil das reduzieren wir bei uns sehr stark. Half-baked, also der ist dann so ein bisschen so weicher dann, ne? Und halt
hat halt bessere Nährwerte. Ist halt trotzdem irgendwo so eine Nascherei. Klar, sollte man jetzt auch nicht jeden Tag sich reinhauen. So, ich fand, es war jetzt eine gute Mischung aus neuen Sachen und Sachen, wo ich euch schon ein bisschen was dazu sagen kann, aus meiner Erfahrung. Checkt das Ganze auch nochmal in der Infobox ab mit den Rabattcodes. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr Lieben. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!